Einen wunderschönen guten Abend hier bei uns auf dem Kanal. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute eine kleine Zusatzmission von Resident Evil 5. Jill. Jill. Are you alright? Chris. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Take care of him. You're our only hope to survive this. Can you hear me? Are you all right? Are you all right? Chris? Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? Captain Josh Stone, VSAA West Africa Branch. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrade Sheva and Chris. Have you seen them? Yeah, they both went after Wesker. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I got a helicopter waiting, and I'm going after Sheva. You got room for one more? There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Come on, let's go. So, es ist auch schon wieder ein bisschen her, irgendwie, tatsächlich. The helicopter is waiting on the other side of this mountain. Hurry! Sheva may need our help. Got it. Die Miet. Darf ich mal? Danke. So. Woppa. Und schiebst du, oder was? Wo ist er? Was machst du? Da hinten? Okay. Oh. Oh, blöde Ecke, wo ich jetzt hier stehe. Und bei uns ist auch jemand drinne. So. Na du? Oh.
Oh. Also, da muss ich sagen, das hat echt ein bisschen meine Angst gegeben. Die hasse ich wirklich. Oh. Als ich da irgendwann mal die scheiß Schwachstelle gefunden habe, dachte ich, das ist ja Wahnsinn, ey. Ich so viel Munition verballert damals. Reload! Reload! So, es ist ja leider so, dass der fünfte Teil so ein bisschen zu so einem Action-Ding verkommen ist. Wie gesagt, er hat seine tollen Momente auch irgendwie, aber der Großteil ist halt sehr actionlastig irgendwie, was alles so ein bisschen so auf der Kosten natürlich der Atmung und des Horrors geht. Aber... Where are you? Ein Sabé. Oh, hier haben wir Schlüssel. Ich kann ihn mehr nehmen. Das ist super. Ach, das alte X-Problem. Das alte X-Problem. So, lass mich kurz mal schauen. Menü ging hier auf. Josh hat mal gar nichts. Irgendwie hat er doch bloß die Pistole. Also gebe ich dir mal erst. You have my brother too. Hey, du, so. You have my brother too. Das ist also ein schwerer Akzent, ey. Ja, das ist gut. I do this. So ein bisschen Anime ist einfach. So, Save, okay. Die nehmen wir mit, die sind sehr effektiv gegen irgendwie diese Las Plagas-Auswüchse. Who are you? So. Schon mal weit kommen wir, der Kumpel. So. Oder muss ich einfach weiter irgendwann mit der Zeit? So, wir finden natürlich so kleine... Oh, shit. So kleine Punkte. Also sowas hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist der Mann oder... Na, auf jeden Fall. Abzeichen. Ja, die können wir wahrscheinlich halt einfach zu Geld machen. Oder halt, tatsächlich irgendwie in irgendwelche Waffen-Upgrades oder so umsetzen. Wie wir es halt schon ein bisschen Hauptspiel kennen. So, jetzt gucken wir erstmal weiter. Ah, das halt. Stopp. So. So, kannst du mich hier hoch? Lassen? Nee, kannst du nicht. Na, kann ich von hier nicht öffnen. So, wie kann ich es denn öffnen? Hier ist was abgebrochen, dann lass mich doch mal hier hoch. Sprunghilfe bitte. So, diesmal haben wir hier anscheinend die Dame, die so ein bisschen, ich sage mal, agiler ist. Davor hat man den dicken Chris gespielt. Just wait here. Den alten Anabolika-Klumpen. Und der konnte natürlich überhaupt nicht. Aua. Hat er natürlich nicht so springen. So, Bumsi. Sprinkel. So, kann ich jetzt hier runter? Stimmt. Schwer. Hallo? Stopp. Nö. Ah, okay, gut, hier brauche ich. Nummer 2. Die Tür kriegen wir noch zu zweit auf. So, das hätten wir auch geklärt. So, ja, mal so. You take it. Understood. Pick it up. Understood. You take it. Understood. Das ist großartig, diese Akzente. Ich mag ihn. Understood. Hey, so. Josh. Do you have a fun out there? I was until you interrupted. I'm headed to your position, and I'm bringing a lady. I don't remember picking up women being part of the mission. So, lass mich mal hier hoch, mein Großer. Show some respect. This is Jill Valentine you're talking about. Hey, Miss Valentine! So you had to get picked up by that machine. Ich habe Respekt. I'm here for you if you need to talk to Irene Man. Ja, ein paar Granaten. I'll cover you, just walk. Oh.
da liegt auf jeden Fall irgendeine Medaillen drin und die wird vielleicht brauchen können. Wusste noch nicht. Das ist ja unangenehm. Moment. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass George jetzt hier ein bisschen zu viel auf die Fresse kriegt. Oh! Nein! Weg! Heieiei, das war aber knapp. So, der ist nicht so schön. Weg. Runter. So, mal ein bisschen Distanzspiel hier wieder aufbauen. Toll. Reload! Von hinten. Du fieses Stück. So. Aus. So. Nice, hätten wir, glaube ich, auch erstmal geklärt. So, schön. Da vorne glänzt noch ein Schlüssel. Notausgangsschlüssel. Schön. So, dann kann man kaputt machen hier. So, nach Larden. Fehler gibt es nicht mehr. Josh hat auch schon rausgeballert hier, Kumpel. So, da hinten fahrt. Wir tun alles meins. Alles meins. Mit Josh. Ah, shit, das ist tatsächlich. Schau mal an, das ist also ja kein Schlüssel, sondern. Oh, hallo, Freunde. Wie ist für Mama? Sondern. Das ist auch so ein Medaillon, wofür wir Kohle kriegen. Dann holen wir uns halt doch da oben. Dann muss bestimmt Josh hochlassen. Oder? Dann. Musst du wegschießen? Ja, okay, cool. So, na gut, na dann. Auf geht's. So, da ist ja nicht mehr. Nachladen. Notausgangsschlüssel wurde benutzt. Badabum, badabum. So, ich kann mich daran erinnern, irgendwie. Warte, ich kann mich daran erinnern. Die Texte, die du lesen konntest hier in Resident Evil 5, die waren so dermaßen nutzlos und lang. Das ist kaputt, das ist so ein Mob. Ach du Scheiße, was hat der denn da? Josh, I'm sorry, but I have to go to the communication facility. There's something I have to tell Chris. Ziemlich üble Waffe da, Alter. Don't think you can get rid of me that easily. The chopper is waiting for us beyond the communication facility. So we are heading in the same direction. Thank you, Josh. Thank you, Josh. So, wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. So, dann müssen wir erstmal schauen. Da hinten ist einer dran am Granatwerfer. Der ist echt übel irgendwie. Da müssen wir erstmal gucken, wie kommen wir da durch. Irgendwie. Weil der wird natürlich alles dran geben. Der haut uns hier natürlich weg. Ohne mit dem Winkel zu zünden. Der ballert jetzt nicht. Bitte nicht. So, schnell weg.
Sehr schön. Die Tür müssen wir sprengen. We'll need a hell of a lot of firepower to take that down. Blöde Ecke. Blöde Ecke hier. Ich steck's an. So, Brett auf. Zack, 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 zack. Die ist richtig schön schnell mit dem Messer, muss ich sagen. Die gute Jill. Das ist ganz geil. So. Oh, shit. Jetzt aber. Oh, beeil dich. Gibt's hier wirklich? Nee, gibt's nicht. Oh. Bumm, Alter, der hat ziemlich gesessen gerade. Ist nicht so geil. Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm los. Zieh durch. Fire at me. Ich hab keine Ahnung. Da oben. Ah, scheiße, ich muss auch noch höher anhalten. So, hätten wir. Natürlich nicht darüber, das ist auch gut. So, das ist noch recht angenehm. Ecke, um zu verteidigen. So, muss natürlich nochmal hoch. Das wartet jetzt nicht. So. Schön, dass du oben bist. Was, Josh? Guter Mann. Good boy. So, zack. Ist in dem Kontext vielleicht ein bisschen scheißeser. Aber, nicht so. So, und zwar, wir müssen ja hier einen reinschlonzen. Bada boom, bada bam. Kommen da welche? Ich höre sie doch überall. Die blöden Schlümpfe. Ruhig mit Josh, wie du Bock hast, wa? Reload! So, sag mal nach. Okay. So, Josh, dann kriegst du. Dann kriegst du von uns erstmal die Pinsen hier, bitte. I owe you one. I owe you one. I need ammo. Und du gibst mir. Take these. So ist er. So. Die nehme ich. Zack. Backstabber. So. Muss ich tatsächlich da drüber reinschießen? Ich hoffe, ich würde gar nicht bis da ran. Irgendwie war, oder? Wo hört sie denn hier alle? Da oben sind sie. Okay, hier muss ich anscheinend alleine hoch. Ja, das ist aber gar nicht alleine. Das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. So, komm mal ran hier. Zwirf! Zack, zack. Oha! Oh shit, wo kommt der denn her? Ei, weg! Dein Village Ballei nur, ey. Oh. So, okay, weiter. Ich müsste gleich mal reloaden. Oh, schön. Muss auch mal einen Haufen Granaten. Schön, ein paar Blendgranaten. Hat mich nicht böse. Natürlich, dass ich jetzt hier nicht alle vor Nase irgendwelche Las Plagas hier haben. Oh, kommst du denn hier? Na dann, würde ich doch mal sagen, Josh, du nimmst sie mal.
You take it. Understood. Understood. So, was haben wir hier denn? Hallo, Freunde. Hallo. Ich find's gut. Oh, Dicker. Dicker ist fies. Der Dicke ist... Der ist nicht geil. So, hab ich... Was haben wir denn? So, geht's hoch. Ah, ich kann auch schon mehr irgendwelche Leute schmeißen. Voll. Voll, ey. Pick it up. Und das tut. Und das tut. So, dann nimm du das jetzt mal bitte. Ah, okay, wir müssen über den Bahn schieben, oder? Oh, Scheiße. Tatsächlich möchte ich, ehrlich gesagt, die Scharfschützenmunition noch nicht verschwenden. Ich werde sie bestimmt brauchen. Ganz Reload. Bestimmt. Reload. Take this. Oh. Thank you. I owe you one. Ah, so. Schnippe. Come on. Understood. Pick it up. Okay. So, sorry, aber ich muss mich jetzt hier mal abknallen. You take it. Understood. Understood. You take it. Okay. So, leider muss ich ihn jetzt erstmal alles sammeln lassen. So, dann muss ich sehen. So, damit hätten wir den Waggon frei. Ach du Scheiße. So, so. Da geht er dahin. Josh, du wärst cool. Hier. Reload. You have my brother too. I need ammo. Use this. Nice. So, steck irgendwie gerade so ein bisschen im Feldchat hier. Gehen wir hier runter. You take it. Understood. Understood. Nach vorne. Feuer. Katana, das sieht nicht so gut aus. So, warte mal. Kann ich das? Nee, kann ich von da oben nicht wegballern? Das ist schlecht. So, guck. Was ist denn hier? Okay, ich weiß gar nicht. Soll ich jetzt wirklich diese Felsbrocken hier wegmachen? Weil du bereit, wenn du bist? So, schauen wir mal. Okay, cool, die Granate ist noch da. Oh, fuck, Alter. Fuck. Thank you. Okay, der ist über uns. Dann holen wir uns den Typen erstmal entstehen. Schade. Nicht mehr reingekommen. Pick it up. Okay. Zack, zack. Ja, ja, tschüss. Aber der Beste nicht. Zieht ihn von da drüben. This. Take this. Okay, wir können mal ein bisschen höher ansetzen. Ein bisschen tiefer ansetzen. Scheiße. So, und. Alter. So, jetzt aber. Überhitzt.
So, ich glaube, das wäre jetzt hier mal gewesen. Zur Sicherheit. Noch mal einen hinterher. Das ist unser rotes Tor. Den machen wir auch kaputt. Und Hammer. Das hat er viel Schönes. Das hat er viel. Alter, komm hier nachher. Ja, ja. Zack. So, das hol ich mir. Das hol ich mir. Und was? Na? Oder so. Es ist wirklich, es sieht echt wirklich hart aus. So, und hier haben wir auch den Klassiker. Also wirklich einen sehr klassischen Unterschied zwischen Benny und mir. Benny ist halt, Benny ist immer so ein bisschen der Fun-Guy irgendwie. Das heißt, hat er eine fette Wumme, nutzt er die. Ja, der hält die jetzt nicht zurück bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, ich hatte mal eine Granate. Nimm mal die. Oh, das hat jetzt meine Anstrengung. Scheiße. So, jetzt ist hier aber mal Polen auf dem Mainframe. Okay. Eigentlich die ganze geilen Stuff hier nicht. Oh, warte mal, jetzt mal ab hier. Das ist mir ein bisschen enger. Oh, krass. Oh, schön mit der Hellschossen. Ah, ich bin so scheiße. Sitz, ekliert Ei. So, das sacken wir alle ein. Come on! Understood! Pick it up! Understood! So, understood! Miss! Understood. Mann, die kommen aber so schnell etwas rein, die Knie hier. So, 26 Schuss, das ist natürlich nicht viel. Come on! Okay! So, nimmst du das? You take it! Okay! Dann wird es jetzt für mich mal Zeit, mich jetzt hier an der Seite vorbeizustehlen und da oben den Granatwerfer zu aktivieren. Zack. Come on. Okay. You take it. Understood. So, Alter, kümmere dich mal um die. Und offen ist es. Wäre er denn soweit? Wunderbar, okay. So, Josh, wir gehen jetzt hier mal zurück. Die Helden. Können wir hier runterspringen? Ja, und dann gehen wir mal hier in die nächste Stage. Zwei Granatwerfer, ey. Das ist doch nicht wahr. Okay. So, woran hier? So, jetzt müssen wir mal kurz hier noch eine tauschen. Was hab ich denn hier? So, das kombinieren wir. Take this. Yeah. Thank you. What's that? Okay, ey, vergammelt. So. Das haben wir. Denn. I need ammo. Take this. Nichts. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, Scheiße. Das ist schwierig. Okay, dann würde ich mal sagen, ich lass mich ein bisschen. Oh. Dann haben wir eine gute. Ach du Scheiße. Der Henker. Der Henker. So, das wäre natürlich total cool.
Mikrofon. Reload! Oh, Reload. Reload ist nicht gut. Ich bin weg. Alter, Josh, lauf mir doch immer hier von der Laterne rum, Kumpel. So, das war's. Thank you. I owe you one. Ja, Punkte, man. Punkte bringen mir nicht so viel, Alter. So, tatsächlich muss ich mal gucken. Krass, die sind wirklich heftig, die Jungs. So, hier lag da noch was. Aha! So, da rappelt's im Karton. Ja. So, reloaden. So, ich hoffe, dass die Türme jetzt nicht sofort wieder neu besetzt werden. Sturm! Come on! Okay. Unangenehm. Use this. Tut definitiv weh. Warte. Mist. Okay, mal erstmal tiefere Position nochmal hier einnehmen. So, leg die Knie jetzt im Raum, Alter. Was ist los hier? So. Okay, gut. Wir hängen uns hier ein bisschen viel an diesen zwei Knöcheln auf. Wir müssen vorstürmen. Staut mir alles zu langsam. Was haben wir denn hier noch? Zug. Alter, von hinten. Was ist denn los mit dir? Wieso zur Hölle pfeife ich denn schon wieder hier auf dem letzten Loch? Alter, seit wann macht denn Doppelgrün nicht mehr komplett voll? You take it. Okay. You take it. Understood. Come on. Okay. Pick it up. Understood. Oops. Und hier bin ich hoch. So, gib so eine Scheiße auf. Lass mich. Bremse ab. Govi. Gut, tut mir leid. Also erstmal mich hier ein bisschen. Reload! Besser. Hab ich denn noch? Nee, halt nicht. Natürlich eine blöde Ecke manövriert. Aber das wird ja recht fliegen. So, zwei Handgranaten. Und dann. So. So.
So, wie heißt es so schön? Be quick or be dead? So, die haben auf jeden Fall eine nette Mannstopp-Wirkung. Kann ich denn jetzt hier mit den Jochis noch irgendwas machen? Josh! Stimmt, hier los! So, okay, gut. Dann, Josh, wo bist du? Come on! Understood! So, und bitte eintreten hier einmal. Nein, da ist ein Riegel davor. Ach komm, hör doch auf. Come on. Scheiße. Come on. Okay. Oh. Okay, gut, dann muss ich erstmal schnell den Riegel wegmachen. Das hätte ja auch. So ein Mist. Na gut. So, bereit, wenn du bist, mein Großer. So, dann hol ich ihn. Bitte? Damn it! The bridge is out! Doug, come in! Duke, the bridge is out! I'm going to need you to come to us! There's a landing pad on the roof of the communication facility. Can you meet us there? Anything for you, Miss Valentine. I'll be waiting to open arms. He's quite a character. That's one way of putting it. Shit. Reload! So, da sind noch zwei Kisten. Die hol ich mir noch. Hol ich mir doch. Köpfchen grünet. Aber. Kannst du noch nehmen, Josh? Nee, kannst du nicht. So, wie sieht's denn aus? Kann ich hier irgendetwas, warte mal, tauschen? Gegen. I need ammo. Take this. Gut. Schrot ist wirklich erstmal nur da. So, bom, 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 haben wir. Und schon kann ich nehmen. Wunderbar. Und Josh, sei mir nicht böse, aber das wird erstmal benutzt. So, was haben wir hier noch? Eine Brandgranate. Immer. Was haben wir hier noch? Eine Brandgranate. Immer. Sternchen. So, what is the point? So, dann. Here it is. Give me a hand. Okay. I set it to broadcast on the same frequency as Chris's PDA. Please be there, Chris. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully, there's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength, it comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if he cut the supply of serum, he loses his strength? Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG-678W. PG-678W. I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, in an attaché case. Jill. Chris. Chris? It's no good. It's being jammed. It's okay. I told him what he needed to know. Hoodie. Doug should be on the roof by now. All right. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, komm mal. You take it. Okay. Erste Hilfe spielt immer wichtig. Immer nehmen. So, okay. Was haben wir noch? Was können wir noch Pick it up. Okay. Hast du noch ein bisschen Munition für mich? Ja, hast du. Tauschen. Gegen. I need ammo. Take this. Thank you. Nein.
Reload! So, was haben wir hier? Haben wir noch normale Granaten? Also ich befürchte ja fast, dass das so Endboss-like-mäßig gerade hier aussieht. So von der Aufmunitionierung. Wofür braucht denn diese scheiß Sterne, diese Amulette? Irgendwie das... Oh, scheiße. Koffeekapalette. Parkour-Zombie. Where the hell are you, Duke? I'm almost there. You worry about keeping Miss Valentine safe. Oh, okay. Let me worry about getting you out. Aushalten. Reload, mein Freund. Ist das schön? Wo kommt der her? Nein, ey. Ah, fuck. Der ist unangenehm, der ist unangenehm. So, okay, klar, jetzt muss man kurz überlegen. Wo ist er? Ach, Mist. Aua! Geh weg! Hey! Der hat da gut gesessen. Sehr nice. Er hat sich geschafft. So, ich hoffe, dass es hiervon jetzt nicht noch 10 Uhr kommt. Pick it up. Und das tut. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich den Druck noch ein bisschen erhöhen werden. Understood. So, nehmen. Ah, Scheiße. Den Mob. So. Kettensägen ist scheiße. Kettensägen ist nicht gut. Klasse! Lebensrenne! Da ist er! Bumm! Wegkicken? Schwein gehabt hier! So, okay. Kick! So, eine Minute noch. Mann, die sind aber heute nervig hier. So.
Waffen noch schön. Reload! You take it. Okay. Schön ist. Nein, nicht schon wieder, Alter. Nicht schon wieder. Pick it up. Okay. Come on. Okay. Da bin ich ja weg, wa? Da bin ich ja weg. Was ist denn jetzt? Doch nicht. Reload. Heil dich mal, los. Sehr schön. Mit Kiste. Mit Kiste hoch her. Wunderbar. Schön. Double Headshot. Es ist eine lächerliche Konsequenz hier, ey. Pick it up. So, ich würde mir gerne danach was davon kaufen können. Weiß hier gleich rein, Alter. So, bada bam, bada boom. Understood. Na endlich. Das waren ja lächerlich lange 5 Minuten hier. Machen wir einen Spruch. Kämpf für unser Leben! Unser Leben! Jill! Na komm, jetzt hau mal einen raus hier, mein Freund. Linke Jungs. Nicht doch, Alter. Mit einer Stinger. We are clear. You don't have to tell me twice. Scheiße. Was ist denn für Quatsch? Was ist denn für Quatsch, Alter? Er hat jetzt mit dem Stinger auf Duck geschossen, ja? Nicht auf den Hubschrauber, nein. Oh, da haben wir noch. Da sind noch ein paar schöne Raketenwerfer an Bord. Geht noch um jetzt. Nice flying. Doc,
He would have done better. I'm sorry, Josh. He was a brave soldier. He was my friend. And if we don't help Sheva and Chris, he will have died for nothing. You're right. Let's go see if we can help them. Ende von einer verzweifelten Flucht. Oh, okay, das war's. Das war's. Wir haben ein S-Ranking so erreicht. Wahnsinn. Nice. Schönes Ding. Ja, ihr Lieben. Das war eine verzweifelte Flucht. Ein Add-on von Resident Evil 5. Das zweite wäre in Angst geboren oder so? Nee, in Albträumen verloren. So rum. Wenn ihr da Bock drauf habt, plopp. Da oben geht der Link irgendwie. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen für das Video nach oben da lasst. Irgendwie vielleicht ein Abo, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin,